Ja, hallo liebe Formel-1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Diesmal geht es um das Rennen in Aserbaidschan in Baku auf diesem schnellen Stadtkurs. Grüß dich erstmal, Michael. Es war ein ereignisreiches Wochenende mit 5 Unfällen am Samstag in der Qualifikation, mit 2 Unfällen am Sonntag im Rennen. Am Samstag waren die Fahrer selbst dran schuld, am Sonntag nicht. Es gab 2 Reifenschäden, die das Rennen geprägt haben. Gibt es denn schon Erklärungen für Pirelli, warum es Lance Stroll und Max Verstappen erwischt hat? Naja, es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Sicher war es kein zu hoher Verschleiß. Das hätte man an den Daten gesehen. Dann gehen die Temperaturen auf der Lauffläche logischerweise runter. Je weniger Gummi auf der Lauffläche ist, umso weniger bewegt er sich. Deswegen wird die Lauffläche dann kühler. Beide Teams haben auch übereinstimmend gesagt, dass es keine Vorwarnung gab. Das ist aus heiterem Himmel passiert. Das spricht eben auch gegen ein Verschleißproblem. Dann kam natürlich wieder der alte Reflex. Es könnten Trümmerteile gewesen sein. Ich würde mal sagen, bei Lance Stroll ist es ein bisschen unwahrscheinlich, weil bis zur Runde 30, also oder 29, als das passiert ist, sind alle relativ brav gefahren. Ich habe da nichts gesehen an Kollisionen oder irgendwelchen Berührungen von der Mauern. Bei Verstappen ist es so, dass Max hat uns nach dem Rennen gesagt, er ist schon 7, 8 Mal im Renntempo an der Unfallstelle vorbeigefahren. Also wenn er sich da ein Trümmerteil einfährt, dann hätte das ja eigentlich viel früher passieren müssen. Also so bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wenn es denn Trümmerteile nicht waren, und das wird erst eine Untersuchung jetzt in Mailand diese Woche ergeben, ist, dass es eben doch noch immer noch eine Schwäche mit der Reifenkonstruktion gibt. Und das wäre sehr alarmierend. Du erinnerst dich, wir hatten letztes Jahr schon einige Schäden, auch an Hinterreifen, Stroll in Mugello, Verstappen in Imola. Und dann würde das ja bedeuten, dass die Eingriffe von Pirelli mit der neuen Konstruktion über den Winter gar nichts geholfen hätten. Könnte man sagen, wenn es jetzt wirklich daran liegen würde, dass es eine Überlastung war, wäre das der Super-GAU für Pirelli? Weil, wie du gesagt hast, sie haben nachgebessert für dieses Jahr. Bis dahin gab es jetzt keine großen Auffälligkeiten und jetzt dann doch Baku. Gewissermaßen ja. Natürlich, Baku war jetzt wirklich die erste Strecke mit einer extrem langen Gerade. Es gibt im Kalender auch kaum noch eine, wo 1,9 Kilometer lang Vollgas gefahren wird. Dann gibt es da natürlich viele Curbs, auch obwohl die relativ flach sind, aber es wird halt dann doch trotzdem regelmäßig drüber gefahren. Was man letztes Jahr so ein bisschen erkannt hat, war, ich glaube, da muss man Pirelli auch in Schutz nehmen. Das sind natürlich die schnellsten Autos, die es jemals gegeben hat. Die Leistung wird immer höher, das fordert die Hinterreifen, das Gewicht wird immer höher, das fordert auch die Reifen und natürlich, wie gesagt, immer schneller, höhere Fliehkräfte. Und da war die Konstruktion des Reifens ohnehin schon am Limit und dann überfahren die halt da und die Curbs, das führt zu Vibrationen und das kann natürlich nach einer längeren Dauer schon zu Schäden im Reifen führen. Wie gesagt, deswegen hat man die Konstruktion ein bisschen stabiler ausgelegt. Ich will jetzt da Pirelli auch noch nicht verurteilen, das wäre viel zu früh. Es können durchaus Trümmerteile auch gewesen sein. Man hat ja an einem Reifen von Lewis Hamilton in der Innenschulter auch wieder links hinten einen Cut gesehen. Ein bisschen komisch, dass es immer auch nur der linke Hinterreifen war. Das würde ja dafür sprechen, dass man quasi, wenn es denn ein Körper, wo sich diese Beschädigungen ergeben haben, dass es dann eben immer eine Kurve war, wo die Fahrer mit dem linken Hinterreifen konstant drüber fahren. Ja, komisch ist ja auch, dass in Baku eigentlich der rechte Hinterreifen stärker belastet wird als der linke. Du hast diesen Cut bei Lewis Hamilton angesprochen am Reifen. Mario Isola hat den ja in die Kamera ein Bild gehalten. Der war ja ungefähr so groß, also wie du sagtest, 6 bis 7 Zentimeter. Beide Unfälle sind jetzt bei über 300 km/h passiert, an wirklich einer blöden Stelle da auf der Zielgeraden. Da gibt es eigentlich nur Mauern links und rechts. Die Boxengasse ist nicht weit entfernt. Wie gefährlich sind denn solche Unfälle jetzt in der modernen Formel 1? Speziell in Baku extrem gefährlich. Normalerweise auf einer Geraden nicht so sehr, weil der Einschlagwinkel immer relativ flach ist, logischerweise. Man fährt ja parallel zu den Mauern, aber du hast es schon gesagt, in Baku ist natürlich da diese Boxeneinfahrt und da gibt es ein stumpfes Ende. Und wenn das genau dort passiert und das Auto stellt sich quer und der rauscht da voll rein, das ist auch mit Tecpo unheimlich gefährlich. Beide hatten das Glück, Stroll war ein ganzes Stück davor, Verstappen war gerade dran vorbei. Also wie gesagt, in Baku sollte sowas nicht passieren. Ich glaube, eine zweite Stelle, wo es nicht passieren sollte, ist Kurve 15. Da kommen sie so ein bisschen bergab, keine Auslaufzone. Also da würden sie auch richtig reinhämmern. Das wäre auch ziemlich, ja, verrückt, wenn da was passieren würde. Gehen wir so ein bisschen durch, Michael, vom Ende angefangen. Es gab dann den Rennabbruch. War das aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, dass man dann nochmal fliegend starten konnte für die letzten 2 Runden? Naja, sagen wir mal so, im Nachhinein war es natürlich die richtige Entscheidung. Es hat uns noch einen wirklich unterhaltsamen Mini-Grand Prix über 2 Runden beschert. Man könnte schon fast sagen, das war die Uraufführung des Sprint-Qualifyings. Das dann kommt ein bisschen kürzer. Also diesen 2 Runden ging schon drunter und drüber. Also insofern ja. Auf der anderen Seite hätte man natürlich auch sagen können, lassen wir es sein.
es war ja lange genug gefahren, es hätte auch keine halben Punkte geben müssen. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Aber die letzten zwei Runden waren schon spannend. Es wäre natürlich bitter gewesen, wenn Sergio Perez eben deswegen noch ausgefallen war. Wir wissen ja, er hat ein Hydraulikproblem, das hätte ihn da locker erwischen können. Ja, es hat gerade parallel der Doktor angerufen, der muss jetzt kurz warten. Du hast es Perez angesprochen, er hat das Rennen gewonnen. Es war eine richtig enge Kiste da beim zweiten stehenden Start. Hamilton ist eigentlich schon vorne, fliegt dann in die Auslaufzone. Was hat er da falsch gemacht? Ja, man muss eigentlich sagen, die erste Startreihe war ja Perez, Hamilton. Bei dem einen war alles zu kalt, bei dem anderen alles zu heiß. Also Perez durfte ja in der Aufwärmrunde nicht mal Schlangenlinien fahren, um die Reifen aufzuwärmen, weil natürlich er sollte so wenig wie möglich alle Abnehmer des Hydrauliksystems benutzen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er die ganze Aufwärmrunde in einem einzigen Gang gefahren ist, nur damit er nicht schalten muss, um da noch eben über die zwei Runden zu kommen. Da kann nämlich jede Runde entscheidend sein, wenn der dann mal irgendwann zu weit sinkt, dann kann er nicht mehr schalten, nicht mehr richtig lenken. Wie gesagt, die Servolenkung hängt ja auch am Hydrauliksystem. Das ist das eine. Und Lewis Hamilton hatte in der Formationsrunde, wie das Mercedes ja immer macht, diesen sogenannten Magic Brake Button aktiviert. Der stellt sicher, dass bei Safety Car Runden und in den Formationsrunden die Reifen dann über die Bremsen richtig aufgeheizt werden. Den schaltet er vor dem Start aus. Das hat er auch gemacht. Aber im Start muss er natürlich jede Menge andere Knöpfe drücken. Und dabei ist er aus Versehen wieder auf diesen Magic Brake Button gekommen. Das heißt dann also die komplette Bremsbalance nach vorne. Und das hat ihn dann in der ersten Kurve erwischt. Er hat eigentlich gar nicht zu spät gebremst, auch nicht auf der falschen Spur. Es war einfach nur dumm, dass er die ganze Bremslast vorne lag. Und dann ist er gerade ausgefahren. Und das war das Glück dann von Perez. Ja, ich habe gerade ein bisschen das Internet durchstöbert. Und es gibt ja wirklich Fans, die alles sehen. Jetzt hat man gesehen, dass der Hamilton diesen Brake-Button da, diesen Magic, wieder ausgestellt hat. Soll die Bremsbalance bei 51% gewesen sein. Als er es aus Versehen wieder betätigte, war sie bei 86,5. Da kriegt man natürlich keine Kurve, weil da die Räder sofort stehen bleiben. Ja, es zeigt aber auch, Hamilton hat es nach dem Rennen gesagt, Mercedes hat ja riesige Probleme mit den Reifentemperaturen auf Startkursen, vor allem vorne. Also die stellen diese Einstellung für Safety Car und Formationsrunden schon extrem nach vorne. Das kann man ja vorher festlegen, wie man das macht, eben einfach. Das zeigt die Not, wie groß die Not ist bei Mercedes, da die Vorderreifen auf Temperatur zu kriegen. Ja, jetzt kurz zum Sieger noch, Sergio Perez, sein zweiter Rennsieg, der erste für Red Bull. Würdest du sagen, er ist jetzt voll beim Team angekommen, auch gerade in dem Hinblick, dass er nicht nur das Rennen gewonnen hat, sondern eigentlich das ganze Wochenende in Baku schnell war? Ja, er war das ganze Wochenende schnell. Qualifying war natürlich ein bisschen Pech dabei, weil er den zweiten Versuch nicht mehr durchführen konnte, wie so viele Fahrer nach dem Unfall von Tsunoda. Also vielleicht wäre er da auch ein bisschen weiter vorne gestanden als nur auf Startplatz 6. Aber im Rennen hat er gezeigt, wie stark er ist. In der ersten Rennhälfte, als dieses Hydraulikproblem noch nicht da war, konnte er eigentlich den Speed von Max Verstappen mitgehen. Und ich würde sagen, ja, er ist angekommen. Im Rennen war er schon immer stark, aber es scheint jetzt auch so, dass er eben auf diese eine Runde mehr Vertrauen fasst. Er hat mir auch schon vor dem Wochenende gesagt, eigentlich hätte es schon vorher klappen müssen. Er war schon in ein, zwei Rennen davor eigentlich mit dem Auto auf Du und Du. Es sind so, noch ein paar so Kleinigkeiten, wie gesagt. Manchmal, wenn der Wind sich ändert oder die Temperatur sich ändert, dann wird er da noch auf dem falschen Fuß erwischt, wo er vorher schon dachte, ich habe es jetzt eigentlich vom Setup her und vom Fahren her. Aber ich glaube, ja, Perez ist jetzt, glaube ich, ein guter Mann für Red Bull, denn er kann nicht nur selber Siege reinfahren, wenn es bei Verstappen nicht läuft. Er kann Verstappen dem dann auch im Kampf gegen Hamilton helfen. Ja. Du sprichst Max Verstappen an. Wie bitter war denn für ihn jetzt dieser Ausfall, gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft? Klar, Lewis Hamilton hat nicht gepunktet, aber wenn es jetzt ganz normal zu Ende gegangen wäre, hätte Verstappen das Rennen gewonnen, Hamilton wäre Dritter geworden, Verstappen noch mit der schnellsten Runde, also hätte er die WM-Führung noch um 11 Punkte ausgebaut auf einer Strecke, wo Red Bull ja besser war als Mercedes. Wie bitter ist es für ihn, dass er diese 11 Punkte eben nicht mehr gemacht hat? Ist schon bitter, weil Max hat nach dem Rennen klar gesagt, also wir müssen natürlich auf den Strecken gut punkten, wo wir stark sind. Und es sieht ja so aus, dass die Mercedes auf den Stadtkursen, da wo es ein bisschen rechtwinklig ums Eck geht, wo die Kurvenradien kleiner sind, dass Mercedes da ein Problem hat und dass der Red Bull extrem stark ist. Und diese Punkte muss er natürlich nutzen. Ich meine, diese 11 Punkte, die du gerade gesagt hast, das ist ein Haufen Zeug. Also die kämpfen ja wirklich um jede schnellste Runde und da geht es nur um einen Punkt. Ja. Christian Horner hat gesagt, der Super-GAU wäre natürlich gewesen, wenn Hamilton das Ding gewinnt. Er ist in dieser einen Stunde zum Schluss um 20 Jahre gealtert und war Gott froh, dass dann doch der Perez gewonnen hat und Hamilton gar keinen Punkt erobert. Bei Mercedes, du hattest es schon angerissen, die hatten große Probleme mit den Vorderrädern, die auf Temperatur zu bringen. Gibt es da irgendwelche Erklärungen, warum das nicht funktioniert?
Nee, es gibt wirklich keine einzige Erklärung. Wir haben ja nach dem Rennen immer noch ein Briefing mit den Mercedes-Ingenieuren und die haben auch gesagt, sie wissen es bis heute noch nicht. Die Daten geben es auch nicht so richtig her. Klar, es ist vielleicht ein leichtes Temperaturproblem vorne gewesen, aber eigentlich nicht so stark aufgrund der Datenlage, dass man da so langsam war. Man hat ja über eine Sekunde vorher verloren und plötzlich in den letzten 10 Minuten des dritten Trainings läuft es bei Hamilton, auch nur bei Hamilton. Und Sie haben erzählt, dass Sie in diesem dritten Training 52 Dinge im Auto geändert haben. Und jetzt liegt es daran, diese 52 Dinge, das war sicher eine Kombination dieser Dinge rauszufiltern und was das Entscheidende war und das auch mit Bottas abzugleichen. Der klare Unterschied zwischen den beiden Mercedes-Fahrern war natürlich, Bottas ist mit etwas mehr Abtrieb gefahren und Hamilton mit einem etwas kleineren Heckflügel. Aber das war sicher nicht der Grund, warum es bei Bottas weniger gut lief und bei Hamilton besser. Hamilton hat plötzlich am Funk gesagt, haben Sie erzählt, hey, da ist Grip, den ich vorher nie hatte. Und plötzlich war das Vertrauen natürlich auch da. Das ist natürlich eine weitere 2/3 Zehntel dann vom Fahrer her. Und Bottas hat dieses Vertrauen nie gekriegt. Ein bisschen umgekehrt wie in Monte Carlo. Da war es eigentlich genauso. Da konnte man sich auch nicht erklären, warum der Bottas eigentlich gut unterwegs war. Der hätte auch die Pole Position fahren können. Der wäre sicher Zweiter geworden in diesem Rennen. Also es war immer nur ein Auto. Das zeigt, dass der Mercedes eigentlich gar nicht so schlecht ist auf den Startkursen, wie es jetzt ausgesehen hat. Aber es unglaublich schwer ist, dieses minimale Fenster zu treffen, wo er dann eben gut ist. Ja, ich glaube trotzdem, die werden Gott froh sein, dass Singapur abgesagt ist. Ein weiteres Stadtrennen, da hätten sie wahrscheinlich auch wieder große Schwierigkeiten gehabt. Genau, du hattest Bottas angesprochen, in Monte Carlo war es genau andersrum. Da hatte er Vertrauen und Hamilton nicht. Wie kann man sich sowas erklären? Liegt es da an ganz feinen Nuancen, dass der eine dann plötzlich doch Vertrauen fasst, der andere nicht? Ja, ich glaube schon. In Monte Carlo war es ja so, es hing viel an dieser ersten Kurve. Bottas hatte vielleicht ein bisschen, wie gesagt, schon mehr Vertrauen ins Auto. Er hat ein bisschen mehr Grip gespürt und ist da Bruchteile von Sekunden ein bisschen schneller durchgefahren durch diese Kurve. Das heißt, dann kriegen die Reifen auch schon wieder mehr Grip, weil mehr Belastung auf den Reifen liegt. Dann ist die zweite Kurve schneller, dann die dritte. Und das ist wie so ein Teufelskreis für den, der eben dieses Vertrauen in der ersten Kurve nicht findet. Und ich glaube, dass Ähnliches ist passiert in Baku. Da sind es die 20 Kurven, eine lange Runde, und da ist der Unterschied dann schon gewaltig. Kleiner Ausblick auf das nächste Rennen in Frankreich. Glaubst du, wir werden da wieder so eine Rückkehr zur, ja, Barcelona-Normalität sehen, dass Mercedes und Red Bull wieder direkt auf Augenhöhe kämpfen? Glaube ich schon. Da wird dann auch Ferrari wieder ein bisschen zurückfallen und wieder mit McLaren um Platz 3 kämpfen. Ferrari, ganz klar, die sind in den Kurven stark, aber Sie haben natürlich Probleme auf den Geraden. Jetzt sind in Baku die Geraden sehr, sehr lang gewesen, aber wo Ferrari wirklich Zeit gewinnt, das sind diese 90-Grad-Kurven. Da gibt es ein paar Autos, die das ganz gut können. Wenn die Radien länger sind, ist Ferrari zwar immer noch stark in den Kurven, aber eben der Unterschied nicht mehr so groß und dann verlieren sie mehr auf den Geraden. Also ich glaube schon, da gibt es einen Schritt zurück in die Normalität. Es ist ganz komisch. Auch der Aston Martin, auch da gab es ja keine Erklärung, warum das Ding plötzlich so gut läuft und Vettel auf Platz 2 fährt. Bei Alpine gab es keine Erklärung, warum das Auto so schlecht war. Also, man, die hätten ja gar keine Punkte machen dürfen, so langsam wie die waren. Und dann fährt Alonso, ja, der alte Fuchs, da innerhalb von 2 Runden von Platz 10 auf 6 vor. Das haben sie einzig und allein dem Fahrer zu verdanken. Ich glaube auch, dass Alpine jetzt auf den normalen Strecken wieder zurückkommt und Aston Martin dann vielleicht wieder etwas zurückfällt. Könnte bei Aston Martin eine Erklärung sein, dass eben in diesen kurzen Kurven mit kurzen Radien, geringem Lenkeinschlag, es jetzt nicht essentiell ist, dass die aerodynamische Plattform so stabil ist? Ja, absolut. Wie gesagt, also lange Kurven sind die Vorderräder länger eingeschlagen. Da rollt das Auto mehr über die Längsachse. Das heißt, das beeinflusst ja alles die Aerodynamik, wenn das Auto sich ein bisschen in seiner Position verändert. Das ist sicher mit ein Grund. Aber das Komische ist, die Mercedes-Leute sagen das auch. Also man darf jetzt nicht sagen, dass die Startkurse schlecht für Autos sind, die hinten weniger stark angestellt sind. Sie sagen, schaut euch den Aston Martin an. Der war ja viel besser, als er eigentlich ist. Also man kann auch mit einem Auto, das eben weniger stark angestellt ist, gute Leistungen bringen. Der Einzige, der eigentlich zurückgefallen ist, relativ zu den anderen, oder sagen wir, die einzigen beiden, waren Mercedes und Alpine. Sebastian Vettel sensationell, Platz 11 am Samstag. Da hat er sich geärgert, weil er keine zweite Runde in Q2 hatte. Die hat ihm Daniel Ricciardo mit dem Unfall versaut. Am Sonntag fährt er da auf Platz 2 vor. War das der alte Sebastian Vettel, den wir von den Weltmeisterjahren 2010 bis 2013 und in seinen ersten Ferrari kennen? Ja, das war er. Und man sieht, sobald er Vertrauen ins Auto hat, und das hatte er bei den letzten beiden Rennen, ist er wieder da. Er ist in sehr, sehr vielen Punkten ein wirklich glänzendes Rennen gefahren. Zunächst einmal hat er sich am Anfang wirklich zurückgehalten mit den Reifen, ist er irgendwo mitgeschwommen im Mittelfeld, war aber dann plötzlich da, als alle anderen zum Reifenwechsel abgebogen sind. Er hat sich ja bis Runde 18, glaube ich, Zeit gelassen.
diese 3, 4 Extra-Runden zu denen, der als letzter gestoppt hat von allen anderen, die haben ihm dann natürlich am Ende geholfen. Also zu vielen waren es dann 6, 7 Runden Differenz, weil er frischere Reifen hatte beim ersten Restart nach dem Strollunfall. Und da hat er gleich Leclerc und Gasly überholt. Das war sicher der Grundstein dann für den zweiten Platz, weil er die Reifen besser auf Temperatur gekriegt hat wie seine Konkurrenten. Und dann ist er nach dem ersten Restart ist er wirklich Rundenzeiten gefahren wie Perez und Hamilton. Der Abstand lag immer so bei 2,5 Sekunden. Er konnte da also wunderbar mithalten. Also das war jetzt nicht nur Glück, der zweite Platz, das war echt herausgefahren. Ja, war das jetzt so, dass er einfach, hat er jetzt einfach noch ein besseres Gefühl für die Reifen? Hat so ein bisschen den Eindruck, finde ich, jetzt in Monte Carlo und Baku, dass er einfach versteht, wann er den Reifen fordern kann, wann er den Reifen eher, ja, wann er sich ein bisschen zurücknehmen muss, auch das Gefühl für das Rennen entwickelt, dass er, wann er zuschlagen muss, wenn er mal freie Fahrt hat? Ich glaube, das Gefühl hatte Vettel immer schon. Er ist ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ein Streber, der sich ja alles aufschreibt, jede Setup-Änderung und was die Reifen dann mit jeder Setup-Änderung auch anders machen. Er braucht aber das Auto dafür, dass er irgendwie versteht. Und dieses Verständnis ging ihm letztes Jahr schon, glaube ich, bei Ferrari ein bisschen verloren und war natürlich in den ersten 3, 4 Rennen mit dem Aston Martin, der komplett neu war, für ihn auch nicht da. Ich hatte mich am Sonntagmorgen noch lange mit ihm unterhalten, weil wir haben über die Probleme von Ricciardo bei McLaren und von Perez zu Beginn der Saison bei Red Bull gesprochen. Und die Aussagen der Fahrer sind ja da ein bisschen unterschiedlich. Die manchen geben mehr die Schuld der Aerodynamik, andere wie Vettel zum Beispiel in den Reifen. Er sagt, seiner Meinung nach wird dieses Reifenfenster immer kleiner und es wird immer individueller, wie man in dem Auto reagieren muss. Und da die Autos alle unterschiedlich sind, hat jedes Auto wirklich seine eigenen Tricks. Und der Pirelli ist halt nun mal ein Reifen, der ungern zwei Kräfte auf einmal überträgt. Also beim Bremsen geradeaus und beim Einlenken zur Seite hin. Und genau das machen ja die Fahrer der alten Schule. Ob das jetzt Ricciardo, Vettel, Alonso ist, die lenken ein und bremsen gleichzeitig. Das ist offenbar mit den heutigen Autos A aus aerodynamischen Gründen. Da muss man sich auch Perez recht geben, der sich eher jetzt mehr auf die Aerodynamik versteift. Aber auch aus Gründen des Reifens. Wie gesagt, Pirelli hat ja in der Zwischenzeit mehrmals die Reifen geändert, sowohl von der Mischung her als auch von der Konstruktion. Ich meine, jetzt in den letzten 10 Jahren, seit sie dabei sind. Und es geht wohl immer mehr in die Richtung, dass man Bolzen gerade auf eine Kurve zufährt, das Bremsmanöver so spät wie möglich macht, das abschließt und erst dann einlenkt. Und diese ganzen älteren Fahrer haben da offenbar gerade bei einem Teamwechsel, wenn sie das Auto noch nicht so gut kennen, ein bisschen Probleme damit. Ja, der dritte Supermann, sage ich jetzt mal, in dem Rennen war Pierre Gasly. Immer wenn irgendwie Chaos herrscht, dann ist der Typ zur Stelle. Wenn man jetzt so ein bisschen seine Situation betrachtet, er ist bei AlphaTauri die Nummer 1, er fährt bockstarke Rennen, aber so wirklich für die Zukunft sieht es ja eher schlecht für ihn aus. Wenn jetzt Perez sich weiter im Red Bull einschießt, gibt es ja eigentlich keine große Aufstiegsmöglichkeit für ihn. Wie siehst du seine Situation? Ja, ich sehe es genauso wie du. Es ist ein bisschen schade für ihn, weil er wirklich klasse Rennen fährt. Ich meine, er war auch in der Qualifikation auf dem vierten Startplatz. Ich glaube, 2/3 hinter der Pole Position, das mit einem Alpha Tauri. Unglaublich. Also der Junge ist schnell, der fährt im Rennen überlegt, macht ganz, ganz wenig Fehler und ist, wie du schon sagst, zur Stelle, wenn es darauf ankommt. Aber wo soll er hin? Ich meine, Mercedes wird sicher mit Russell besetzt werden. Red Bull wird, wenn der Perez weiter so fährt, da gibt es keinen Grund, den auszutauschen. Ferrari ist dicht, also da bleibt nicht viel. Wahrscheinlich ist das Beste für ihn, dass er bei AlphaTauri bleibt. Vielleicht meldet sich irgendwann Renault, die müssten ihn dann gegen Ocon austauschen. Aber Alpine ist jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zumindest jetzt, im jetzigen Vergleich mit AlphaTauri, jetzt auch nicht gerade die Option, wo man gerne hin will. Ja, AlphaTauri auch so ein Auto, was diese kurzen Radien mag. Das hat man in Bahrain gesehen, das hat man in Monte Carlo gesehen und der Gasly macht eben viel daraus. Teamkollege Yuki Tsunoda in der Qualifikation verunfallt. Rennen war sehr gut von ihm, ist an die Punkte vorgefahren. Wie beurteilst du ihn jetzt nach 6 Rennen? Ja, also wie gesagt, für junge Fahrer ist ja noch viel, viel schlimmer, sich da in diese Formel 1 einzuleben, sowohl was die Autos angeht, als auch die Reifen. Ich meine, wenn schon die Alten sich schwer tun, dann kommt also einer, der auch viele Rennstrecken nicht kennt. Baku war jetzt auch wieder Neuland für Tsunoda, weil er in der Formel 2 nie dort gefahren ist. Dem muss man sicher gewisse Fehler nachsehen. Mein Red Bull, man kennt die ja, die werden dann gleich mal ziemlich streng, wenn das nicht gleich läuft. Ich glaube, der wohnt jetzt in der Kellerwohnung bei Franz Tost und muss da ein Programm abspulen. Also wenn der Tageslicht sieht, kann er froh sein. Aber es scheint ja zu helfen. Also in Baku ist er deutlich schneller gefahren, besser gefahren, auch wenn er dann im Qualifying dann überall einfach wieder das Auto in die Wand gesetzt hat. Aber ich glaube, das haben sie ihm diesmal verziehen. Er war im Q3 und er hat Punkte gemacht.
zum Schluss ein bisschen vernascht worden von Alonso, aber auch das muss man ihm nachsehen. Also Alonso ist ein alter Fuchs, der wirklich jeden Trick kennt und Tsunoda fährt erst sein sechstes Rennen. Ja. Wie siehst du die Situation im Kampf um WM-Platz 3 zwischen Ferrari und McLaren? Ferrari hat jetzt McLaren überholt, sind glaube ich 2 Punkte, die die beiden Teams trennen. Nach den Vorstellungen jetzt von Monaco und von Baku, auch in Barcelona, war Ferrari schneller als McLaren. Siehst du die als klaren Favorit auf dem Weg zu Platz 3? Nein, nicht klar. Ich würde sagen, sie sind ganz, ganz leicht voraus. Diese 2 Punkte spiegeln das ganz gut wieder. Es mag jetzt wieder eine Rennstrecke kommen, wenn, auch wenn die schnellen dann Kurven dann wieder kommen, da ist der McLaren gut. Wo McLaren wieder zurückschlägt, viel darauf wird darauf ankommen, wie die Fahrer punkten. Also es kommt immer darauf an, dass beide Fahrer in den Punkten sind und auch beide hochpunkten. Und da sieht es vielleicht im Moment ein bisschen besser noch für Ferrari aus, aber ich bin fest überzeugt, dass der Daniel Ricciardo das auch schafft, auch wenn es bei ihm vielleicht jetzt ein bisschen länger dauert als bei Vettel, bei Sainz, bei Perez. Viel diskutiert jetzt vor dem Rennen. In Baku wurde über die flexiblen Heckflügel. Was hast du da so gehört? Naja, die FIA hat ja, obwohl die Regel erst ab dem 15. Juni gilt, trotzdem auf allen Heckflügeln diese Kreuzmarken angebracht. Das, bei manchen waren es wirklich Kreuze, bei anderen nur so Punkte, quer über den Heckflügel verteilt. Ein Fiat-Mann hat mir gesagt, sie haben sich auch an allen Tagen alle Heckflügel angeschaut. Alle haben sich verbogen, auch der von Mercedes. Aber alle seien in einem Bereich gewesen, den man noch tolerieren konnte. Ich habe da was gehört von maximal 4 mm. Also die FIA war happy. Stefano Domenicali hat uns vor dem Rennen schon gesagt, also anhand der Faktenlage würde er sich wundern, wenn sich da einer traut zu protestieren. Das macht nicht viel Sinn. Und so war es ja dann auch. Also natürlich haben McLaren und Mercedes, die waren ja die Scharfmacher in dieser Affäre, vor dem Rennen offen gelassen, was sie machen. Aber das gehört natürlich zum Spiel. Der Gegner soll in Unsicherheit bleiben und genützt hat es diesmal nichts. Aber wie gesagt, das ist Formel-1-Politik. Unsicherheit ist ein gutes Stichwort für das letzte Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Der Kalender, da gibt es einige Rennen, die in der Schwebe stehen. Kannst du uns da auf einen aktuellen Stand bringen? Und Singapur ist ja schon abgesagt, zwar immer noch nicht offiziell, wenn ich da recht informiert bin. Also ich habe noch nichts gesehen von Singapur, dass die schon rausgekommen wären, aber das ist sicher abgesagt. Also alle im Formel-1-Zirkus wissen das. Sie wurden unterrichtet in einer Sitzung am Samstag darüber. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Ich nehme an, das ist der Grund, warum es nicht offiziell gemacht wird. Die Formel 1 sagt ungern Rennen ab und sagt dann nicht und sagt, kann ich gleichzeitig sagen, wer das Rennen ersetzt. Es wird wahrscheinlich auf die Türkei rauslaufen, macht auch Sinn, denn der ursprüngliche Ablauf wäre ja gewesen Russland, Singapur, Japan. Die Türkei, das ist in der Nähe, wir haben das ja selber mitgemacht, man kann von Baku nach Istanbul in 2,5 Stunden fliegen. Also das wäre von der Geografie her möglich. Es kann allerdings noch ein Problem entstehen, wenn der Grand Prix von Japan nicht stattfindet. Da ist aber Domenicali relativ zuversichtlich, weil es sieht ja im Moment so aus, dass die Olympischen Spiele stattfinden und dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, den Grand Prix nicht stattfinden zu lassen. Honda ist da ziemlich hinterher. Also wenn Japan klappt, das wäre dann schon mal ein großer Schritt. Dann hätten wir den ersten Triple-Header da aus dem Weg. Hinten raus gibt es sicher noch mit Australien und mit Brasilien Schwierigkeiten. Brasilien wegen der Virusmutation, da will im Moment, glaube ich, keiner freiwillig hin. Australien wäre eigentlich gut, aber die australische Politik ist eben so, ein Corona-Fall in irgendeiner Stadt und egal, ob das jetzt eine kleine Stadt ist oder eine Millionenstadt wie Sydney oder Melbourne und die Stadt wird abgesperrt für ein paar Tage, das geht nämlich beim Grand Prix nicht. Das ist mal das Erste. Im Moment sind auch noch die Quarantänebestimmungen sehr streng. Also man müsste, glaube ich, jetzt 14 Tage in Quarantäne gehen, wenn man nach Australien wollte. Solange kann keiner vorher da bleiben, hinfahren und dann da bleiben, ohne irgendwas zu tun. Also ob sich das noch ändert bis November, ist fraglich, denn das Impfen geht in Australien sehr langsam voran. Das sind, glaube ich, erst knapp über 1 Million geimpft von knapp 25 Millionen. Also das könnte ein Grand Prix werden, der ausfällt. Und da gibt es natürlich mehrere Denkmodelle. Ein zweites Rennen in Austin, ein Rennen in Indianapolis. Auch da wird drüber gesprochen. Manche bringen einen zweiten Grand Prix in Bahrain wieder ins Spiel, auf der kurzen Strecke. Und einige reden sogar von Katar, also auf der Motorradstrecke. Ja, liebe Formel-1-Fans, das war's für diese Folge Formel Schmidt. Wir machen uns wieder ran an die Laptops, klopfen in die Tasten und das nächste Video gibt's dann nach dem Rennen in Frankreich. Bis dahin, alles Gute. Servus.